Guten Morgen, Freunde. Für uns guten Morgen, für euch. Keine Ahnung. Mein Name ist Yannick. Das ist Thomas und wir beide sind von Tracking Life, falls ihr uns noch nicht kennt. Freut uns, dass ihr hier eingeschaltet habt. Zu meinem ersten Part. Jetzt kommt der zweite. Es gibt mal wieder ein bisschen Action hier auf dem Kanal, ein paar neue Videos. Und zwar sind wir im wunderschönen Österreich unterwegs, in Oberndorf gerade, in der Nähe von Kitzbühel. In Tirol. In Tirol. Und zwar wurden wir vom Tourismusverband Kitzbühler Alpen eingeladen, netterweise hier in den nächsten 5 Tagen den Quasa Trail zu erwandern. Kaiser Trail, die Einheimischen nennen ihn auch Quasa. Das, was wir nicht so gut aussprechen können. Wir sind ja keine Österreicher. Genau, weil wir aus NRW kommen. Aber wir sind sogenannte Flachland-Tiroler. Der ist gut. Genau, Flachland-Tiroler sind wir nämlich. Und die Flachland-Tiroler, schauen wir mal, was der so drauf hat. 5 Etappen. Heute zum Einstieg machen wir eine ganz entspannte 16 oder 9, ja, ich glaube 19 Kilometer sind es letztendlich. Müssen wir nochmal schauen, was am Ende bei rauskommt. Es geht heute hier vom Hotel Penzinghof in Oberndorf. Da sind wir nämlich gerade. Wunderschönes Zimmer auch. By the way, geht's bis zur Griesner Alm. Und dann ja, schauen wir mal von Tag zu Tag, was die Etappen so bringen. Wettertechnisch, ja, wir sind hier gestern im Regen angekommen. Wenn wir mal rausgehen, wir haben nämlich einen wunderschönen Balkon auch, natürlich. Heute ist zumindest nicht am Regnen, aber ist noch alles ein bisschen in den Wolken. Aber wer Tracking Life kennt, der weiß, gutes Wetter ist im Anmarsch, gutes Wetter ist unterwegs. Solange es nicht regnet, sind wir da happy. Komm, lass mal starten. Alles klar, wir müssen jetzt loslegen hier. Wir haben genug ausgeruht, Wellness gemacht. Auf geht's! Noch ein paar Bömsken einpacken für unterwegs, ne? Kommt immer gut. Möchtest du einen Bonbon haben? Ja, bitte. Hier. Dankeschön. Bitteschön. Bitte einen schönen frischen Atem hast, wenn es jetzt hier losgeht. Wir starten jetzt hier auf dem Trail. Wir starten endlich mal wieder. Aber wir müssen jetzt erstmal bis St. Johann laufen. Von Oberndorf. Da fängt der offizielle Trail dann an. Könnten die Bahn auch nehmen, aber ha, wir sind nur Tracking Life, ne? Wollte gerade aufnehmen, wie der Hund kackt. Kurze Ankündigung, Freunde. Das Video endet jetzt hier an dieser Stelle, weil wir laufen gleich in den Wolken. Ihr werdet gar nichts sehen. Deshalb ja, lohnt sich nicht, ein Video zu drehen, wisst ihr? Nee, Spaß. Ich bin einfach in der Erzähllaune. Ich bin schon wieder in der Erzähllaune. Wir sind 50 Meter vom Hotel weg. Ich glaube, wir haben schon 4 Minuten Video. Man muss dazu sagen, die erste Szene im Hotel mussten wir 5 Mal aufnehmen, weil der ist nicht gebacken. Hey, das ist jedes Mal am Anfang ist dann immer dasselbe. Du kommst nicht rein, du musst wieder in den Flow kommen. Du musst wieder in den Erzählflow kommen. Du musst eins mit der GoPro werden, mit der Kamera hier. Du musst die angucken, wie deine Lebensgefährtin. Dann läuft das schon. Also, auf geht's, hopp! Und noch eins. Neues Schuhwerk hat der Kollege übrigens am Start. Müssen wir mal im Auge behalten. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier in St. Johann, IT, St. Johann in Tirol, übersetzt. Hier beginnt jetzt gleich der offizielle. Fand ich schon krass hier. Der offizielle Startpunkt des Trails. Den müssen wir nur noch finden. Und dann den finden wir jetzt. Der Thomas trackt jetzt schon. Das heißt, wir haben für euch alles festgehalten. Die GPX-Tracks vom Penzinghof bis zur Griesneralm, wo wir heute enden werden. Und ich fange jetzt gleich an zu tracken. Verenden oder enden? Verenden. Natürlich. Ne, wir schauen uns das mal an. Da geht's dann gleich rein. Über den Grat da wahrscheinlich. Der Wilde Kaiser ist irgendwo da hinten in den Wolken. Und dazwischen, ich weiß nicht, ob man das sieht, ist ein Tal. Da werden wir später ja reinlaufen oder wenn wir über den Kamm gelaufen sind, bis zur Griesner Alm laufen. Aber jetzt erstmal hier St. Johann unsicher machen. Mal gucken, ob hier alle wach sind. Ne? Seid ihr wach hier! Und den Anfang finden. Bis später. Leute, da ist sie. Die Gmail-Kapelle. Man nennt sie auch Gmail-Kapelle. Aber eigentlich Gmail, also das wissen die wenigsten. Ne? Insider-Tipp von uns. Die Locals nennen die hier Gmail-Kapelle natürlich. Ja, schauen wir uns mal an. Erzählst du einen Stück? Ja,
Leute, falls ihr auch den Guasa Trail laufen wollt, der begrüßt euch direkt auf der ersten Etappe mal so richtig. Der macht euch direkt wach, der zeigt euch direkt mal, wo ihr seid. In den Bergen. Wir sind zwar nicht ganz so krass hoch, aber der Einstieg hier ist schon mal knackig. So sieht das Ganze auf der Uhr aus. Hier den Anfang, diesen... Ah, Snapchat, moin. Den Anstieg haben wir jetzt schon fast hinter uns. Und dann sind wir auch gar nicht mehr so weit weg, glaube ich. Von der Fischbachalm, ne? Das ist keine Ahnung. Ich glaube Fischbachalm. Da wollen wir auf jeden Fall die erste Pause machen. Und jetzt geht's weiter hier. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf einem geraden Stück. Dieses kleine Geradeausstück gibt mir natürlich auch wieder die Möglichkeit, ein bisschen Faxen zu machen. Und Achtung, ich warte jetzt auf den Bester und sag dem, und hast alles im Griff? Und er antwortet mit sicher. Hundertprozentig sagt er, sicher. Chef, hast alles im Griff? Ja, ich muss ein paar Fotos machen. Okay, aber alles im Griff sonst? Sicher. Immer. Sicher, das wollte ich nur hören. Ich habe nämlich gerade schon den Leuten gesagt, so, ich habe jetzt hier ein bisschen Zeit, ich kriege gerade aus, jetzt habe ich wieder Idee für dummes Zeug. Da habe ich gesagt, ich frage dich jetzt gleich, ob du alles im Griff hast und dass du auf jeden Fall mit sicher antworten wirst. Jetzt hast du erst deine Fotos gemacht, aber danach kam... Sicher. Ja. Wie immer. Wie immer, hervorragend. So, hier in Niederkaiserkamm, da haben wir uns gerade oben drauf bewegt. Sind jetzt hier ein bisschen runtergestiegen und ja, jetzt geht es immer weiter ins Tal. Hier geht es auch noch zu Shutter Island. Heute haben wir es hier mit dem Namen Shutterberg. Herrlich, jetzt ein bisschen Sonne tanken hier und schön auf dem breiten Weg. Jo Leute, eine kurze Werbeunterbrechung hier. Wir sind beide mit den Gregory Zulu unterwegs, also Gregory, klar, wisst ihr glaube ich mittlerweile. 40, beide den 40er. Dreh ich mal kurz um. Dein Dingens ist, mein Gott, wie rennst du wieder rum? Ja, komm her! Das ist hier... Der regt sich immer auf, wenn ich das nicht zumache. So. Der hat den in Blau, Empire Blue, in der kürzeren Rückenlänge. Und ich habe den, weil ich größer bin, in, wenn man sieht, das M da noch, Medium Large. Und in Schwarz, mit ein bisschen blauen Akzenten. Genau, mit denen sind wir hier unterwegs. Mit denen werden wir ausgestattet. Mit denen sind wir immer zufrieden. Müssen wir auch nicht, arbeite ja da. Und weiter geht's jetzt hier. Wollten wir euch nur mal kurz mitteilen, welcher Rucksack hier auf unserer Tour unterwegs ist. Das ist der Zulu. Könnt ihr genau auschecken. Und die Sonnenbrille ist übrigens auch sponsored. Sponsored bei Freundin. Bacheralm. Wir kommen. Radler, wir kommen. Und Vesta bitte wieder an die Leine. War jetzt lang genug ohne. Tut mir leid, muss jetzt wieder sein. Schön. Erstes Radler der Tour ist auch vernichtet. Auf der Bacheralm, schöne kleine Alm, können wir nur empfehlen, falls ihr in der Nähe seid. Schaut auf jeden Fall vorbei. Gemütlich, ja, was braucht man mehr, ne? Und jetzt haben wir noch 10 Kilometer bis zum Ziel, Griesner Alm. Jetzt geht es halt hier runter ins Tal, auf so einem etwas breiteren Forstweg. Und dann sind wir auch irgendwann da. Und dann haben wir Etappe 1 erfolgreich abgeschlossen hier auf dem Guasa Trail. Super, super gut, ey. Wir sind jetzt ein paar Kilometerchen schon wieder gelaufen, seitdem wir uns das letzte Mal gemeldet haben. Und das erste Mal haben wir Blick auf das Kaisergebirge. Schaut es euch an. Hätten wir wahrscheinlich schon früher gehabt, aber heute Morgen war ja alles ein bisschen neblig und bewölkt. Und jetzt von der Seite halt.
Also eigentlich, wir waren ja auf der anderen Seite, ne? Ja. Ist korrekt, das ist da oben. Ich bin in der Hinterlassenschaft von der Kuh getreten. Eieieiei, in die Tretmine. Bei dem, ja gut, bei dem Anblick würde ich auch nicht auf den Boden gucken, ne? Deshalb heißt der Trail auch Quasar Trail, weil ja, man hat eigentlich permanenten Blick auf den Wilden Kaiser, also auf das Kaisergebirge. Weiter geht's. Ich bin der Kaiser von China. Der Kaiser von China ist ja jetzt gerade in eine Tretmine getreten. Ich habe sie entdeckt. Achtung, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann schaltet mal 5 Sekunden nach vorne. Da ist ein schöner Abdruck. Gute Farbe, gute Konsistenz. Die Kuh ist gesund. Hier wird der Schuh erstmal gereinigt. Von den Viechern. Von den, von den Granaten hier. Aber ich bräuchte auch mal eine Erfrischung jetzt. Eieiei, jetzt gibt es einen Gefrierschock hier. Hui. Oh, schön. Oh. Damit die Platte mal eine Abkühlung kriegt. Eieiei. Vor dem habe ich Angst. Der legt gleich los hier. Komm. Gönn uns zur Vorstellung. Was ein Gerät. Der Showdown, Freunde. Wer gewinnt? Tracking Life gegen Trecker Life. Die Wade gegen den Traktor. Ja, kommt, zieh durch, Junge. Kein Ding. Wir warten. Wir haben Zeit. Sicher. So, was soll ich sagen? Die glänzen immer noch. Die Wade hat gesiegt. Oh, hier. Da hat mich das Viech gebissen. Warte. Mein Gott. Aber ey, das Ding hat sich die Zähne ausgebissen, oder? Klar. Herzlich willkommen. Fischbachalm. Aber noch nicht unser Ziel. Wir müssen jetzt noch weiter rein und haben noch genau 2 Kilometer. Und dann, ja, schauen wir mal. Grüß nach einem. So, du machst jetzt ein Quiz. Soll ich mal drehen? Ja. Hier kann man drehen. Los. Und hier sind Fragen. Kann ich nicht beantworten. Doch, doch. Du bist doch das Brain. Bei Tracking Life. Blau. Dann such dir meine aus. Aber heute noch. Du guckst doch erstmal, was hier. Guck mal, wie viele Gipfel gibt es? Viele. Im Wilden Kaiser. Weil der Wilde Kaiser ist ja kein einzelner Gipfel, sondern ein Gebirge. Komm, wir sagen einfach mal 42. 42 Antwort auf alles. C. Sag ich doch. Und alle Gipfel sind bis auf wenige Aufnahmen über 2000 Meter. Ja, Leute, hier gibt es auf jeden Fall auf dem Weg zur Griesner Alm immer mal wieder so kleine Erlebnissachen, aktive Sachen. Man merkt auf jeden Fall, das letzte Stück war jetzt ein bisschen touristischer. Ein bisschen mehr Leute hier auch unterwegs. Den ganzen Tag war mal ich alleine. Jetzt am Ende halt easy zu laufen hier und halt solche Spielstationen, Spielplätze für kleinere Besucher, wie zum Beispiel im Thomas. Also wie für uns von Tracking Life. Hier sind ja auch ein paar kleine Kinder, im Kopf zumindest. Auf jeden Fall sind wir gleich da. 500 Meter noch und dann sehen wir uns nochmal im Hotelzimmer wieder mit einem kleinen Fazit, sonst wird halt ja alles wieder zu lang. Ihr kennt das doch. Bis später. Ja, Leute. Angekommen auf der Griesner Alm. Gibt eine kleine Roomtour. Sehr süßes, schnuckliges Zimmer. Herrlich, so wie sich das für eine Alm gehört. Hier haben wir ein Badezimmer mit unserer eigenen Dusche sogar. Schönes Bett, sogar noch eine Couch hier am Start. Der Fernseher läuft auch schon wieder, Mann, 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 aber Formel 1. Und dann haben wir einen wunderschönen Balkon hier draußen. Sogar recht groß. Ich habe erst gedacht, wir teilen uns den mit irgendwem noch, aber es ist unser Balkon und ein wunderbares Bergpanorama. Und da geht es morgen auch dann rein. Quasi der Weg führt dann da irgendwo ins Weiter noch ins Tal rein. Oder hoch so. Und dann da hoch. Ja. Genau. Hier unten haben wir einen schönen Biergarten noch. Da setzen wir uns gleich rein. Essen was Leckeres. Erst eine frische Dusche. Die haben wir ja hier. Und in dem Sinne, liebe Freunde, war es das erstmal hier von. Ach so, nee. Ja, komm, wir machen später nochmal ein Fazit. Das war jetzt nur kurz die Roomtour. Wir stärken uns gleich nochmal und dann gibt es nochmal ein Fazit. Ah, Freunde. Guckt euch das an. Hier bei den. Was ist das? Predigtstuhl. Und hier wunderschöne Bergkulisse. Ja, und wir sind
bereit. Wir gucken hier noch eine schöne Doku. Wir liegen schon in der Bofe. Wir sind kaputt. Wir waren unten, haben lecker gegessen hier auf der Griesner Alm und sind bereit fürs Fazit. Also, Etappe 1 vom Quasar Trail. Was können wir sagen? 25 Kilometer, 1100 Höhenmeter. Die erste Hälfte war schön, die zweite Hälfte war mehr auf Forstwegen. Ja. Genau, erste Hälfte hui, zweite Hälfte fui. Fui jetzt vielleicht auch nicht, aber zweite Hälfte auf jeden Fall nicht so schön. Fängt gut an, fängt knackig an. Also man muss dazu sagen natürlich, dass die Landschaft immer schön war, nur halt genau. Wir laufen halt dann sind auf Forstwegen gelaufen. Oder die zweite Richtig. Hälfte. Und wir sind halt in Oberndorf schon gestartet, am Hotel Penzinghof. Habt ihr heute Morgen ja gesehen. Offiziell startet die Etappe in St. Johann. Das sind immer so 5 Kilometer Unterschied. Also haben wir, was hast du gesagt, 21? 25. 25 sogar. Ich wollte den Dick legen. So, ja, und wir frösteln ein bisschen, ey. Ist fresh hier, auf ja, 1000 Meter. Ist fresh. Wir sind auf jeden Fall gut geschafft. Wir freuen uns auch aufs Bett und aufs Frühstück morgen hier. 7 Uhr gibt's Frühstück. Offiziell 7.30 Uhr, aber... Die Dame meinte schon, ab 7 Uhr sind sie eh da. Das werden wir auch wahrnehmen. Dann werden wir hier schön früh loslaufen und morgen eine neue Etappe genießen. Schönen Tag genießen bei strahlendem Sonnenschein und ganz schön viel Temperatur. Ja, das auf jeden Fall zur Etappe 1. Also was ich gerade faszinierend finde, den Vogel da. Den Vogel. Wir gucken weiter in der Doku und pennen dabei einfach weg. Schön berieseln lassen. Herrlich. Uns geht's gut hier auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Bis zum nächsten Video. Haut rein, Freunde. Ciao. Alles Gute, alles Liebe, ne? Hör mal, haltet euch.